Fred Krüppers ist am Ziel seiner Träume. Ja, ich will. Doch da gibt es noch ein kleines Problem. Er hasst mich. Mami, wieso kriegen immer diese Behindis den Ball? Ich kenne da jemanden, der dir diesen Ball besorgen kann. Ich muss für den kleinen Fettsack so einen signierten Ball besorgen. Weißt du, warum du so einen Ball nicht kriegst? Weil du nicht behindert bist. Der Plan ist genial. Hey, was soll denn das? Mann, siehst du doch überhaupt nicht behindert genug aus. Hört mal zu, Leute, wir müssen alle so tun, als wäre Fred behindert und zurückgeblieben. Wir müssen alle mitspielen. Doch das Leben als Behinderter ist etwas schwerer als gedacht. Hallo, ich bin Denise Public. So, Fred, auf geht's. Ich steig aus. Was hast du denn für ein Problem? Was ich für ein Problem hab? Willkommen im Pflegeheim Hildegard. Was für eine Behinderung hat der eigentlich? Ganz normal, Standard. Du laberst nur Scheiße. Dein Leben muss doch so wahnsinnig hart sein. Das geht nicht, Alex. Ich muss dir die Wahrheit sagen. Fred, sie ist eine Frau. Das ist von Natur schon vorgegeben, dass wir sie belügen. Fantastisch, lasst uns bohlen. Wo ist Fred? Gute Frage. Bist du nur querschnittsgelähmt oder hast du auch was an der Birne? Also, die haben aber gute Kekse, die Behinderten. Zeig an, du Mongo! Ich kann gehen. Ich will nur nicht. Fred und ich, wir sind ein eingespieltes Team. Hoppala.